In diesem Video möchte ich die Frage beantworten, ob man seinen alten PC noch mit einem Gigabyte RAM betreiben kann als Desktop-PC. Die Frage könnte sich jetzt eventuell so ein bisschen bei der Windows 10 Umstellung oder zumindest bei der Windows 7 Abschaltung korrekterweise stellen. Jetzt Anfang 2020 werden vielleicht der ein oder andere PC ja in Rente geschickt und dann ist die Frage, was macht man mit dem? Wenn die noch funktionsfähig sind, kann man da ein Linux drauf installieren. Lubuntu ist eine Abspaltung von Ubuntu mit einer vereinfachten Oberfläche, sodass das auch auf älteren Geräten läuft. Die Entwickler versprechen auf ihrer Wiki-Seite ganz vollmundig, dass sie noch mit 128 MB RAM laufen können. Da zwar schlecht, aber es würde noch gehen. Und mit 512 MB RAM müsste man sich so keine Sorgen mehr machen. Ich spoilere jetzt schon mal, das ist Quatsch. Das ist ein Eintrag von 2016, der seitdem wohl auch nicht mehr bearbeitet wurde. Damit kriegt man das Ganze nicht mal installiert. Ich habe das mal in der VM getestet und um tatsächlich irgendwas damit machen zu können, braucht man 2 GB RAM. Ich zeige euch jetzt gerade mal, wie Firefox hängt, wie das dann aussieht mit 1 GB RAM, also selbst eine Verdopplung von den 512 MB, die lässt nicht mal Firefox vernünftig starten, geschweige denn, dass man den irgendwie das Fenster großziehen kann. Die CPU ist am Anschlag, obwohl ich hier 4 Kerne gegeben habe und das RAM ist auch voll ausgelastet. Also mit 1 GB RAM kommt man nicht mehr weit bei einem Desktop-PC. Das Betriebssystem an sich kann zwar laufen damit, das funktioniert. Ich kann hier zum Beispiel mal so ein einfaches Notepad aufmachen, das geht zwar, aber tatsächlich ein Firefox oder ein Browser ausführen geht nicht mehr. Am Anfang habe ich ja gesagt, wir reden hier vom Desktop-PC und ja, einen Browser sollte man halt schon ausführen können. Ich gebe jetzt einfach mal 2 GB RAM in meine VM und dann schauen wir mal, was passiert. Hier seht ihr jetzt, dass ich den Firefox ganz normal öffnen kann und entsprechend auch mal spiegel.de zum Beispiel laden kann. Man sollte hier immer uBlock Origin verwenden, also einen Adblocker verwenden. Das hat bei mir allein bei spiegel.de 300 MB RAM ausgemacht, ob der ein- oder ausgeschaltet war. Die Werbung lädt nach, die braucht CPU und die braucht RAM. Von daher lohnt schon mal uBlock Origin, um Ressourcen zu sparen. Bin jetzt bewusst nicht auf CPUs eingegangen, aber die Frage nach RAM kann ich euch schon mal beantworten. Wenn euer alter PC unter 2 GB RAM hat, dann müsstet ihr den entweder aufrüsten oder euch irgendwas anderes überlegen, vielleicht ein Serverbetriebssystem installieren, das ohne eine GUI auskommt oder so ein Mini-Server drauf laufen lassen. Mag ja alles gehen, aber ein Desktop mit einem Browser, das wird mit unter 2 GB RAM nicht mehr funktionieren.